ich habe noch eine freie Steckdose in meiner Garage. Daran lade ich mein E-Auto. Zeit habe ich genug, das ist kein Thema. Aber warum es eine schlechte Idee ist, sein E-Auto dauerhaft an einer Schokodose zu laden, das klären wir jetzt. Hallo, ich bin zu Gast beim Norddeutschen Fachverband Elektro- und Informationstechnik und neben mir steht der Leiter des Seminarwesens im angeschlossenen Bildungszentrum Elektrotechnik Hamburg, Volker Joel. Hallo Volker. Hallo Dirk, schön, dass du jetzt da bist. Ja, vielen Dank, dass wir da hier bei dir zu Gast sein dürfen. Jetzt hat ja, wenn einer ein E-Auto sich anschafft, in seinem Haus, in der Garage, sicherlich irgendwie eine Schokodose in der Nähe, um den Wagen zu laden. Meine erste Frage ist, was für eine Ladeleistung bietet denn so eine Schokodose? Also so eine Schokodose, wie wir sie hier haben, bietet 3,7 kW Ladeleistung in der Theorie. Mhm. Und es ist total verlockend, sie auch zu benutzen. Der Adapterstecker kostet wenig Geld und es bietet sich einfach an. Denkt absolut man als Laie. Naja, ich meine, das Ding heißt Schokodose, was ja für Schutzkontaktdose steht. Also beim Wort Schutzkontakt, das kann doch keine schlechte Idee sein, die zu nutzen, oder? Genau, das sollte man denken. Das Problem ist, der Fachmann, der sie installiert hat, hat damals noch nicht gewusst, dass man daran ein E-Auto laden möchte. Und diese Dauerleistung, die das E-Auto zieht, immer 16 Ampere, das ist ja genau die Sicherung, die vor solchen Schokodosen davor ist, über 8 oder 10 Stunden, die wird einfach viel zu warm. Das kann die nicht ab, die geht kaputt, dafür ist sie nicht gebaut. Was heißt viel zu warm? Über was für Temperaturen reden wir hier? Wir reden über... Normal ist sie 25 Grad Umgebungstemperatur und wenn ich meinen Toaster dran anschließe, dann wird sie sicherlich keine 30 Grad warm. Aber wenn ich ein Auto lade, kann 70, 80 Grad kommen, bis sie dann irgendwann verschmort. Irgendwann ist sie dann kaputt. Also das heißt, diese Plastikummantelung könnte wirklich schmelzen? Die schmelzt richtig. Das passiert. Die Kollegen tauschen die regelmäßig aus. Es brennt nicht jedes Haus ab, ein Glück, wenn mal eine Steckdose zerschmilzt, aber der Schaden ist immer da und die geht richtig kaputt. Jetzt kann man viel behaupten, aber wir zeigen es mal, du hast eine Wärmebildkamera, du hast einmal am Anfang den Wagen, deinen Renault Zoe angeschlossen. Wir gucken mal auf die Wärmebildkamera, da ist jetzt alles blau, blau heißt, das ist kühl. Genau, das ist normale Umgebungstemperatur. Die Steckdose war unbenutzt. Ich habe hier alles falsch gemacht. Ich bin in die Tiefgarage gefahren, habe mir eine Schoko-Steckdose gesucht, um schnell meinen Zoe mal zu laden. Und genau das ist das, was man nicht tun sollte. Also wir gucken ein paar Stunden später. Jetzt ist alles rot. Also der Stecker und auch das Kabel leuchten hellrot im Bild. Genau, das ist genau das Problem. Diese Steckdose ist dafür nie gebaut worden. Die wurde nicht so konstruiert, dass sie für Dauerlast ist. Die wurde dafür konstruiert, dass sie schön klein im Wohnzimmer unauffällig hinterm Fernseher sitzen kann. Ja. Gewerbliche Steckdosen, die für Dauerlast konstruiert sind, sind viel größer, haben viel massivere Kontakte. Wir nennen die C-Con-Steckdosen. Und diese Kontakte können Dauerlast ab. Schokosteckdosen können keine Dauerlast vertragen. Okay, jetzt sind wir ja nur hier bei der Dose, aber es geht ja weiter. Es geht ja auch um das Thema Verkabelung hin zum Sicherungskasten. Das ist ja in Häusern häufig auch noch ein Problem. Worauf muss ich da achten, wenn ich denn ein E-Auto bei mir zu Hause laden will? Es kann der Laie kaum noch beurteilen. Eine Leitung, so wie hier, eine Leitung, ein Rohr. Da kann die Leitung voll belastet werden. Die darf eine Betriebstemperatur von 70 Grad erreichen. Man erschreckt sich, wenn man sie anfasst. 70 Grad ist schon sehr warm, aber das dürfte sie. Wenn ich hier eine Häufung habe, wenn in diesem Rohr nicht eine Leitung liegt, sondern beispielsweise 9, dann darf die Leitung nur noch zur Hälfte belastet werden. Es ist einfach, weil die Wärme nicht weg kann. Es ist ein reines Temperaturproblem, hat überhaupt nichts mit was anderem zu tun. Wir zeigen mal, was passiert oder wie es aussieht, wenn wir eine Häufung in einem Kabelkanal haben und was im schlimmsten Fall passieren kann. Also es wird warm und was passiert dann? Dann schmilzt das PVC. Es entstehen giftige Dämpfe. Wir haben uns hier in die Tiefgarage an die offenen Gitterwände zurückgezogen, damit das alles abziehen kann, damit wir das nicht einatmen müssen. Das könnte ich im geschlossenen Raum gar nicht zeigen. Ja. Aber die Leitung fängt richtig an zu qualmen, wenn ich alles falsch mache. Das Schlimmste ist, es verschmort, es entsteht eventuell ein Kurzschluss oder sogar ein Kabelbrand. Genau, wenn es sehr gut läuft, dann schmort es so, dass die Kupferleiter aneinander stoßen. Wenn die Kupferleiter aneinander stoßen, fliegt die Sicherung raus. Dann schaltet die Anlage ab und es brennt nicht. Wenn die Kupferleiter nicht aneinander stoßen, dann fängt das PVC an zu brennen. Dann habe ich einen Kabelbrand.
Okay, ich vermute mal, das ist der Grund, warum ein zertifizierter Elektriker kommen sollte und die Steckdose bzw. die Wallbox zu Hause installieren sollte. Ja, das mit den zertifizierten Elektrikern ist ja definitiv Vertragsbestandteil meines Vertrags, den ich mit dem Netzbetreiber geschlossen habe. Also als der das Gebäude am Netz anmeldet, der unterschreibt einen Vertrag mit dem Netzbetreiber, in dem steht drin, ich darf nur zertifizierte Fachfirmen an meiner Anlage arbeiten lassen. Und wenn ich mich da nicht dran halte, dann habe ich mich einfach an meinen Vertrag nicht gehalten. Ja. Und als Privatmensch, ich weiß ja vielleicht bei meinem Gebäude gar nicht, wo es eine Häufung oder mehrere Kabel im Kabelkanal gibt. Das würde wahrscheinlich auch nur der Fachmann finden und entdecken. Der Fachmann wird das auf jeden Fall prüfen. Der guckt sich das an, wenn ich da einen Elektroanschluss habe, wo ich meine Wallbox gerne hinhaben möchte, ob er geeignet ist, eine Wallbox anzuschließen oder ob man eine neue Leitung legen muss. Okay, und jetzt stehen wir hier aber an einem Ort, wo es noch mehr Steckdosen gibt. Es gibt eine wunderschöne blaue, es gibt eine wunderschöne rote. Was hat es mit den beiden auf sich? Das wäre das Pendant zur... Also das ist eine dauerbelastbare 16 Ampere Steckdose wie eine Schuko Steckdose. Und dies ist eine dauerbelastbare 3x16 Ampere Steckdose, eine Drehstromsteckdose. Entspricht dem 11 kW Ladepunkt der 11 kW Wallbox oder der 3,7 kW Wallbox. Ja, das ist auch umgangssprachlich der Campingstecker, oder? Genau, viele kennen ihn vom Campingplatz als Campingstecker. Da will man auch nicht, dass die Leute dauernd über den Schokostecker zapfen und die Steckdosen verbrennen. Also beim Camping wird er schon benutzt. Ansonsten hat er sich im Privatbereich, ist er kaum existent. Aber wenn ich solche Steckdose vorfinde, da ist das... ist Dauerlast auf jeden Fall schon berücksichtigt. Okay, also wenn ich einen Adapter habe bei meinem Ladegerät für Drehstromdose oder Campingstecker, das kann ich durchaus mal nutzen? Das kann ich im Notfall mal nutzen. Das ist überhaupt nicht die Empfehlung, weil ich muss auch dann immer noch wissen, was ich tue. Ich muss bei meinem Adapter einstellen, an was für eine Dose ich ihn angesteckt habe. Okay. Und das brauche ich ja bei einer Wallbox nie. Stecke ich einfach dran, das macht die alles für mich. Ja. Thema, also das eine Thema ist Sicherheit, das andere Thema ist Ladezeit. Wenn ich jetzt überlege, ich habe eine 50 Kilowattstunden Batterie in meinem Elektroauto, lade mit 3,7 kW, dann bin ich ja rechnerisch, also jetzt mal in der Theorie von 0 bis 100%, 13,5 Stunden beschäftigt. Wenn ich jetzt 11 kW nehme bei 50 Kilowattstunden, bin ich bei 4,5 Stunden. Es ist ja deutlich schneller auch, dass ich wieder weiter kann, oder? Ja, also es ist dreimal so schnell, das ist ganz klar. Hier sind drei Sicherungen davor, hier ist eine Sicherung davor. Also ist die dreimal so schnell. Warum, Volker, warum ist die dreimal, wie kriege ich das hin, dass auf einmal 11 kW hinbekomme? Bündel ich einfach drei Kabel oder wie funktioniert es, dass ich auf einmal 11 kW habe im Haushalt? Aus der Straße kommen schon drei Phasen. Also der Energieversorger liefert schon drei Phasen. Und wenn ich alle drei Phasen zu meinem E-Auto durchschalte, dann kann ich dreimal so schnell laden. Vielleicht müssen wir kurz erklären, was Dreiphasigkeit ist. Das ist ja eine Besonderheit des deutschen Stromnetzes. Das gibt es ja nicht in jedem Land. Also wir haben im Grunde dreimal die volle Stromleistung auf dem Hausanschluss. Ja, wir bearbeiten schon seit Jahrzehnten alle im Drehstromnetz. Wir sind nicht im Gleichstromnetz unterwegs. Das hat Herr Siemens mal ganz wunderbar erfunden. Im Drehstromnetz kann ich die Spannung von 230 auf 12 Volt runter transformieren oder von 10.000 Volt auf 230 runter oder wieder hoch. Transformatoren funktionieren nicht im Gleichstromnetz. Okay. Und darum haben wir ein Wechselstromnetz, das benutzt die ganze Welt. Ja, aber jetzt bei dieser Dreiphasigkeit kann ich es mir vereinfacht für den Laien so vorstellen, das wäre, als wenn ich drei klassische Verlängerungskabel nehme, bündel und kriege dann die Leistung in einem Kabel. Genau, das ist so. Hier sind drei Schokosteckdosen drin. Ja, okay. So, und ich habe dreimal meinen Ladeanschluss. Zum Thema Häufung fällt mir da noch was ein, was mir gar nicht bewusst war. Und zwar, ich hole mal was. Das kennt wahrscheinlich jeder, die praktische Kabeltrommel. Ich habe auch schon, muss ich zugestehen, bei einem Ferienhaus schon mal sowas benutzt, um dann eine mobile Wallbox anzuschließen. Aber man rollt es ja nicht komplett ab. Ist das auch dann ein Thema für Häufung, so eine Kabeltrommel? Das ist klassische Häufung. Also wer eine Kabeltrommel benutzt und sie nicht komplett abrollt, der sieht ja sofort, hier ist das Kabel gehäuft. Also ja. Die Wärme kann nicht so gut weg. Aha. Bei Kabeltrommeln kennt man das Problem schon seit Jahren. Die werden schon seit Jahren mit diesem Überhitzungsschutz ausgestattet. Das heißt, immer wenn die zu warm wird,
dann fliegt der Überhitzungsschutz raus. Das heißt, hier kann ich... Wenn die Kabeltrommel sowas hat, ich glaube, meine hatte sowas gar nicht. Ja, dann ist sie schon sehr arbeitsleid. Dann tausch ihn mal aus. Aber genau, Häufung ist, Kabeltrommeln können ganz leicht brennen. Viele Handwerker haben das schon erlebt, dass wenn man die nicht abwickelt und viel Leistung anschließt, dann brennen die ab. Das ist Häufung, die werden einfach zu warm. Okay, keine gute Idee fürs E-Auto. Weg damit. Das heißt, die beste Idee im Grunde fürs E-Auto laden ist und bleibt die Wallbox zum Thema Sicherheit und zum Thema Ladezeit. Die Wallbox ist das Nonplusultra. Wer sich ein E-Auto anschafft, braucht eine Wallbox. Die Notlösung, Steckdose, wird es noch eine Weile geben, bis alle Wallboxen haben. Aber vom Prinzip, die Wallbox ist genau das, was ich brauche. Prima. Sehr wertvolle und nützliche Tipps. Vielen Dank, Volker, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Ja, Dirk, vielen Dank. Unsere Haushaltssteckdosen sind nicht dafür gemacht und gedacht, stundenlang und dauerhaft ein Elektroauto vollzuladen. Das ist keine gute Idee. Die Gefahr, dass es zu heiß wird, dass es einen Kabelbrand gibt, einen Kurzschluss gibt, ist einfach zu groß. Und man muss sich auch vor Augen führen, das, was der Autohändler einem da mitgibt, wo der Schokostecker dran ist, das heißt eigentlich Notladekabel. Und so sollte man es auch nutzen. Also mal ist okay, aber auf Dauer ist es keine gute Idee.